Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gegen den TVB Stuttgart. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Trainer Michael Haas und unseren Linksaußen Christopher Bissel. Ja, die erste Frage geht an dich, René. Normalerweise stelle ich dir immer organisatorische Fragen. Jetzt haben wir leider Mittwoch wieder ein Spiel ohne Zuschauer. Ja, was hat sich der HC Erlangen denn für diese Situation überlegt? Ja, ist natürlich für alle Sportvereine, Sportmannschaften eine große Herausforderung, die Zeiten, in denen wir uns befinden, ganz klar. Wir würden natürlich jedes Spiel gerne mit unseren Fans, Unterstützern bestreiten. Das ist aufgrund der aktuellen Verordnungslage leider nicht möglich. Dementsprechend haben wir am Mittwoch wieder ein Geisterspiel. Ja, natürlich wieder werden unsere Aufbauhelfer ihr Bestes geben, um die Mannschaft zu unterstützen und auch ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, aber ganz klar ist auch, wir vermissen jeden einzelnen Fan, der nicht dabei sein kann. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Lage bald wieder verändert. Jede Prognose ist aber reine Spekulation. Da sind wir abhängig von Themen, die wir nicht beeinflussen können. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben wirklich gemacht. Der Sport hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben den Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, glaube ich, genutzt. Die ersten Spiele, die überall durchgeführt wurden mit Zuschauern, sind hervorragend gelaufen. Die Hygienekonzepte haben alle geklappt. Am Ende müssen wir es aber nehmen, wie es ist. Da heißt es nach vorne gucken und das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Das ist schon angesprochen. Wir werden natürlich den Spieltag versuchen, über unsere Social-Media-Kanäle so gut es geht zu begleiten, dass wir euch so viel Live-Atmosphäre wie möglich auch in die Wohnzimmer bringen können. Aber klar, drückt bitte auch aus der Ferne alle die Daumen, wir haben ein schweres Spiel am Mittwoch vor der Brust. Stuttgart hat schon in der Saison gezeigt, zu was sie imstande sind. Dementsprechend brauchen wir jeden Einzelnen, ob das jetzt in der Halle oder wie gesagt am Fernsehgerät ist. Also drückt uns die Daumen, bleibt dabei, bleibt positiv und dann schaffen wir es alle gemeinsam. Danke. Dankeschön, René. Ja, Hassan, am Mittwoch das nächste Heimspiel. Es wartet ein sehr schwieriger Gegner auf euch. Der TVB Stuttgart befindet sich aktuell auf so einem kleinen Höhenflug, kann man sagen. War auch kurzzeitig mal Tabellenführer mit 9:3 Punkten aktuell. Wie hast du dein Team auf das schwierige Spiel am Mittwoch vorbereitet? Ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr, sehr schweres Spiel, weil Stuttgart einfach sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist. Sie haben Selbstbewusstsein gesammelt, viele Spiele auch knapp gewonnen. Und das ist immer für eine Mannschaft sehr gut für Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass wir aber beim letzten Spiel in Essen auch sehr zufrieden sein können und deswegen auch sehr selbstbewusst in die Partie gehen können. Wir müssen halt auch in erster Linie auch versuchen, aus dieser Situation, dieses Geisterspiel zu Hause, damit möglichst schnell umzugehen, das zu verpacken und trotzdem für uns, zumindest innerhalb der Mannschaft, eine Heimatmosphäre zu schaffen. Ich glaube, wir können das. Die Vorbereitung war natürlich jetzt nicht ganz perfekt, weil wir halt im Grunde ohne die Nationalspieler, mit Clement Verlien, mit jetzt Simon Jepson auch und Cimi Ilic, das sind drei nicht ganz unwichtige Spieler, auskommen mussten. Aber ich meine, das Problem hatten andere Mannschaften auch oder auch Stuttgart hat das Problem ja auch. Deswegen ist es sehr spannend, aber ich glaube, nach wie vor gilt, es ist unser Heimspiel. Es ist jetzt ein Spiel, wo wir sagen, das sollten wir zu Hause gewinnen und dementsprechend gehen wir auch da rein. Wir versuchen trotzdem eine Heimspielatmosphäre zu schaffen mit den paar Leuten, die da sind. Und dann gilt es halt, die Stuttgart in den Griff zu kriegen. Dankeschön. Ja, Chrissy, guckt mal in die Vergangenheit, dann habt ihr euch mit dem TVB Stuttgart immer enge Partien und auch vor allem kämpferische Partien geliefert. Wie schätzt du das Spiel ein am Mittwoch? Ich denke, Stuttgart ist eine Mannschaft, die jetzt unabhängig von der Tabellensituation, die jetzt vorherrscht, eine Mannschaft ist, die wir zu Hause, denke ich, schlagen wollen. Die natürlich einen sehr, sehr guten Lauf hat und wie Hassan schon gesagt hat, mit viel Selbstvertrauen auftritt, wenig Fehler macht, ihr Spiel relativ konstant durchzieht über 60 Minuten. Ich denke, wir müssen einfach auf uns schauen. Wir müssen schauen, dass wir wieder so eine Defensivleistung hinlegen, wie wir es in Essen getan haben und unsere einfachen Fehler abstellen. Und dann sahen wir bisher eigentlich gegen jeden Gegner sehr gut aus. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. René, erste Frage, hast du angesprochen, Nationalspieler, Rückkehr. Also einige Länder, Schweden glaube ich, hat ja gar nicht gespielt.
Habe ich das richtig gelesen? Das oder? Ja. Am Tag gespielt? Mhm. War nicht angedrungen. Ja, wie schaut es denn aus mit der Rückkehr? Gesundheitlich, also wegen der Quarantäne? Oder ist da Gefahr bei irgendjemandem? Stand jetzt nicht. Alle Rückkehrer sind bzw. wurden auch getestet. Bei einigen stehen die Ergebnisse noch aus. Wir gehen jetzt aber mal positiv davon aus, dass alle negativ sind und hoffen natürlich mit allen dann am Mittwoch an den Start gehen zu können. Wie sieht denn da genau der Fahrplan aus? Also wann kamen oder kommen denn alle zurück und wie lange dauert es dann mit dem Testen? Also kriegt man das überhaupt alles rechtzeitig hin bis zum Spiel? Ja, also bei allen sehr unterschiedlich. Einige waren schon, wie zum Beispiel Daniel Mosin, in der letzten Woche wieder zurück. Andere sind am Samstag Abend, Nacht beziehungsweise zurückgekehrt, andere jetzt erst im Laufe des Vormittags. Also sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben für alle Tests vorbereitet, die Tests wurden auch schon durchgeführt. Da bekommen wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit auch ein Ergebnis. Zudem werden natürlich bis zum Spiel am Mittwoch weitere Tests durchgeführt, sodass wir dann mindestens 2, teilweise sogar 3 Tests von den Nationalspielern haben, die ja auch schon bei der Abreise getestet wurden. Also da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Ergebnisse dann auch, die auch dann wirklich widerspiegeln, wie der Zustand ist. Und wie gesagt, Stand jetzt gehen wir davon aus, dass alles gut ist und dass wir mit allen am Mittwoch auch starten können. Wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht noch gleich, kam jetzt das Thema auf, die Laborkapazitäten werden knapp in Deutschland. Und die Frage war dann sozusagen die nächste, wie geht der Profisport damit um, der ja relativ viel testet. Aus dem Handball hieß es jetzt, man würde auf Kapazitäten verzichten, wenn das sozusagen benötigt wird. Nur was ist dann der nächste Schritt? Also aus Vereinsperspektive, spielt man dann ohne Tests oder muss man dann was ausfallen lassen oder wie soll das aussehen? Also natürlich muss der Profisport auch seiner Verantwortung bewusst sein. Und wenn es da zu Engpässen kommen sollte, haben wir von Anfang an ja immer gesagt, muss der Profisport da auch zurücktreten. Stand jetzt ist das aber nicht der Fall. Also mit den Laboren, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir bisher noch nichts von Engpässen gehört. Dementsprechend geht das alles ganz normal seiner Wege und da hoffen wir natürlich auch, dass es so bleibt. Ob alle gesund sind, ist immer die eine Frage in der Saison. Dann die Frage, ob alle fit sind. Jetzt langsam haben wir mal wieder alle beisammen noch, dass das sieht gut aus. Ist bei Peter Overby ist noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen, aber ansonsten melden sich alle so langsam wieder fit, sodass wir jetzt mal einen kompletten Kader haben könnten. Aber 2 Tage vorm Spiel ist noch eine lange Zeit, deswegen warten wir mal ab. Ich gehe aber davon aus, dass wir auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf den Beinen haben und die meisten sind auf jeden Fall fit. Worauf lag denn der Schwerpunkt jetzt vielleicht in der Woche? Schon angesprochen, ein paar Nationalspiele waren weg. Macht man dann irgendwas anderes, weil man vielleicht ja, die ganz wichtigen Dinge sozusagen nicht einüben kann, weil ein paar fehlen, oder zieht man einfach das Programm normal weiter durch? Ja, wir hatten natürlich schon viele Leute da, die auch eine tragende Rolle bei uns spielen. Deswegen ist es nicht so, dass wir jetzt gar nichts mehr gemacht haben. Aber ich glaube, in so einer Woche ist es auch mal nicht verkehrt, mal zumindest punktuell im Training mal ein bisschen abzuschalten oder nicht nur wieder nur Richtung Mannschaftstaktik zu gehen. Einfach um mal wieder vielleicht an ein paar Basics zu arbeiten. Das haben wir gemacht. Ich glaube, alle sind jetzt wieder frisch und freuen sich jetzt wieder, dass jetzt, wir haben jetzt da eine englische Woche im Grunde, dass wir jetzt also quasi auch wieder bereit sind, Handball zu spielen. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit nur genauso trainiert haben, wie als wären wir mitten in der Saison, sondern wir haben ein bisschen individuell gearbeitet, auch mal gekickt, ja, sodass wir also jetzt die letzten 2 Tage wieder extrem auf die Vorbereitung gegangen sind für den Gegner. Wer ist beim Kicken vorne dran? Ich bin ja nicht mehr da. Ja, da gibt's, ja, wir haben ein gutes Niveau im Training, muss man sagen. Ja, Kollege Bissel, eine gute kämpferische Einstellung, auch Talent. Aber ja, lassen wir nicht über Fußball reden, das ist ja hier nicht der Platz. Aber wir haben auf jeden Fall ein gutes Niveau. Ja, es soll ja auch einen Verein in der Region geben, der da vielleicht auch Bedarf hätte, aber das ist ein anderes Thema. Stuttgart, schon angesprochen, haben einen guten Lauf oder sind gut gestartet in der Saison, hatten aber auch vielleicht ein bisschen ein einfacheres Programm als der HC Erlangen zum Teil. Wie ist so die Erwartungshaltung, was kommt da für ein Gegner und was sind vielleicht so die wichtigsten Punkte, auf die es zu achten gilt? Ja, Stuttgart spielt einen ganz soliden, ganz normalen, sag ich mal, Handball, haben Spieler im Rückraum, die prinzipiell alles können. Ja, sind gute Zweikämpfer, können auch mal einen ganz guten Ball aufs Tor werfen. Also, und was der Christopher eben auch schon gesagt hat, die sind sehr diszipliniert, spielen ihr Spiel runter 60 Minuten lang und geht viel um Aufmerksamkeit, weil sie auch jetzt auch in der Besetzung schon ein bisschen zusammenspielen.
Und ja, das dazu kommt, wenn du knappe Spiele gewinnst, haben sie halt Selbstbewusstsein. Da sind wahrscheinlich Situationen jetzt dabei, wo sie mit viel Selbstbewusstsein den Ball aufs Tor werfen, wo man normalerweise, vielleicht wenn man nicht in so einem Zustand ist, überlegen würde. Und sie denken halt gerade nicht nach, weil sie gut drauf sind. Trotzdem sage ich, das ist nichts, was wir mit unserer Abwehr nicht stoppen können. Klar, natürlich muss man über einen Torwart Jogi Bitter sprechen, der diese Saison für sie auch sehr wichtig ist. Aber ich glaube, meine Mannschaft ist in der Lage, gegen jede Abwehr Tore zu werfen. Ich glaube, erstmal geht es um unsere Abwehrarbeit und dann vielleicht ein bisschen ins Tempospiel zu kommen. Am Ende ist es auch eine Kampfsache. Es sind zwei Mannschaften, glaube ich, auf Augenhöhe. Und wer die Situation besser im Griff hat mit den fehlenden Zuschauern, und der wird das Spiel, glaube ich, gewinnen. Was macht, das ist ja die Frage, die man vor allem gerne den Spielern stellt, vielleicht den Unterschied auch zur vergangenen Saison aus mit dem neuen Trainer, mit auch einigen Neuzugängen, wo ist so der größte Unterschied? Also handballerisch denke ich, dass wir noch deutlich variabler geworden sind. Man hat es in einigen Spielen gesehen, dass wir zum Beispiel mit Simon Jepson einen Spieler haben, der ein sehr gutes Entscheidungsverhalten hat und auch einfache Tore werfen kann. Und als Kontrast dazu können wir aber auch einen Rückraum auf die Platte bringen, der schnell, wendig ist, gut im 1 gegen 1. Ich denke, das ist sehr wertvoll für den Rest der Saison, um eben auch unausrechenbar zu bleiben für die Gegner. Und ja, mit Hassan als Trainer läuft bisher sehr, sehr gut. Also wir kennen ihn ja zu 90% alle schon, und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was wir als Mannschaft zu ihm haben. Nicht zu freundschaftlich, aber auch nicht zu distanziert. Und ja, wenn die Ergebnisse am Ende stimmen in den nächsten Wochen und Monaten, dann kann diese Symbiose, denke ich, sehr, sehr gut werden.